Blaue Augen, 3-Tage-Bart und ein charmantes Lächeln. Kein Wunder, dass in der RTL-Dating-Show Der Bachelor 22 Frauen um den Junggesellen Nico Griesert buhlen. Im Finale steht der 30-Jährige dann zwischen der Bürokauffrau Mimi aus Pfungstadt und der Immobilienfachwirtin Michelle aus Köln. Doch wer gedacht hat, dass er sich für Letztere entscheidet, weil er Michelle nach einer Fehlentscheidung immerhin zurück in die Sendung holt, irrt sich. Der gebürtige Kieler wählt die quirlige Mimi. Doch die Beziehung scheitert. Das hat der IT-Projektingenieur in einer Talkrunde nach der Sendung klargestellt. Schnell machen Spekulationen die Runde, dass die Zweitplatzierte der Grund dafür sei, denn mit der hat Nico immerhin weiterhin Kontakt. Doch sie ist nicht die Einzige, wie der smarte Junggeselle jetzt auf Instagram verrät. Noch zu vielen von den Frauen Kontakt. Oh, da klingt jemand immer noch unentschlossen. Kein Wunder, dass die Fans da noch einmal nachhaken und ihn über den Kontakt zu Michelle ausquetschen. Mit einem großen Nicken, einem verschmitzten Lächeln und den Worten "Es tat unheimlich gut, auch nochmal in Köln mit ihr zu reden", bestätigt der Bachelor den Kontakt zur Zweitplatzierten. Wie eng die beiden aber wirklich miteinander verbunden sind, lässt sich nur vermuten. Allerdings ist es doch verräterisch, dass der 30-Jährige am Samstag plötzlich ein Foto aus dem Zug postet und auch das Ziel seiner Reise wie nebenbei bekannt gibt. Es geht nach Köln, in die Heimatstadt von Michelle. Ob er sie vielleicht am Dom trifft? Von dort zumindest meldet sich Nico ein weiteres Mal und alle rätseln, wie sein Tag wohl weitergeht. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End für die Liebe.